nicht genesen, nicht geimpft und auch immer noch nicht getestet. Aber herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und das ist übrigens nicht mein erklärtes im Moment Lieblingsrathaus. Also ich habe Clash of Clans noch nicht ganz an die Seite gelegt, Leute. Ich spiele im Moment, ja, ich will sagen, mehr oder weniger meine Rathaus-11-Accounts tatsächlich. Und wir wechseln in jedem Fall den Account. Ihr dürft nicht gucken, weil ich das letzte Mal attackt habe. Ich glaube, ich klicke da auch gar nicht rein. Denn ich bin seit 10 Tagen, glaube ich, hier nur Spender. Ich gehe in den Clan Schwarze Lunge von Alex. Beziehungsweise da ist der Alex im Moment geparkt. Das ist so ein Schulclan, hätte ich fast gesagt. Oder nee, eigentlich ist ein Kumpelclan. Und denn hier spende ich immer mit dem Thorsten zumindest den Leuten, die hier so ein bisschen was brauchen, zuhauf Maschinen, also Belagerungsmaschinen. Einige brauchen das dann hier auch gar nicht. Aber wir geben mal hier eben so ein paar Sachen durch und haben ja noch Quick Donate, ich sowieso mit dem Pass. Ich hoffe, ihr habt das auch genutzt, auch ohne Pass. Die eine Woche jetzt, glaube ich, war es ja, dass man hier mit oder die ein Gem Donation hatte. Und das müsste ich eigentlich fertig haben hier. Zwei davon und dann dem Alex hier auch eben mal, ja, die richtigen Sachen gegeben. Das ist klar. Ich habe hier ein bisschen vorgebaut, Leute. Allerdings kommen wir jetzt an unsere Grenzen hier, denn der Clan ist noch nicht Clan Level 4. Das heißt, wir können noch nicht zwei Zauber spenden. Und jetzt habe ich hier mit dem Alex eine kleine Pause. Mehr geht hier nicht, aber wir gucken mal, was hier überhaupt geht. Im Moment geht hier nichts. Ich meine, wir haben den letzten Clankrieg aber super gewonnen. Endlich mal. Beziehungsweise, ja, ihr seht, so eine kleine Negativserie hier. Das liegt einfach aber daran, dass die Leute hier gar nicht angreifen. Denn den Jungs hier ist das so Schnuppe, würde ich fast mal so sagen. Denen ist das mehr oder weniger Schnuppe. Und, oh, der Donnerbengel hat hier angegriffen. Hier hat er nur einen Stern geholt. Hier hat er zwei gemacht. Donnerbengel 2.0. Ja, der andere Donnerbengel lebt in jedem Fall auch noch und hat auch gestern mal wieder im CK teilgenommen. Aber der neue Donnerbengel hier ist ganz, ja, spielt wieder ganz gerne. Und ist ein Rathaus Level 8. Will auch nicht rushen oder so, sondern er will das ganz brav wieder durchspielen hier und ist eigentlich gut dabei, was so Pass angeht und was so Nachtdorf angeht. Und allerdings, heute sitzen die beiden übrigens in der Prüfung, nur für den, die es interessiert. Die 10. Klassen hier in Nordrhein-Westfalen haben jetzt ihre Prüfungswoche und dass die Kinder von vielen sicherlich, die am arg gebeutelsten sind zu diesen Zeitpunkten hier, sollte uns allen wohl klar sein, dass unsere Regierung, so will ich mal sagen, an dem Punkt und auch an ganz, ganz vielen anderen Punkten wirklich heftig, wie soll man das sagen, gefailt hat. So, wenn ich das in Clash of Clans Deutsch sehen würde, dann hat die Regierung hart gefailt, denn es ist sicherlich auch für euch ein Rätsel, also die ihr zur Schule geht, dass wir über so Sachen sprechen wie Urlaub und irgendwelche wilden Öffnungen und jetzt plötzlich keine Maske mehr und all sowas. Aber von den Schulen, Leute, da redet niemand mehr. Da redet wirklich niemand mehr. Und das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte, finde ich zumindest. So, wir gucken mal, wie die anderen hier angreifen. Der Jocke. Mir sind hier natürlich alle bekannt, hier die Jungs. Also ich kenne hier so ziemlich jeden in dem Clan, weil die hier natürlich auch mal gerne abhängen, beziehungsweise sich so ziemlich jeden Tag treffen. Und der Jocke kann gar nichts anderes als mit E-Drachen, aber irgendwie kann er die auch nicht wirklich spielen. Ich glaube, ich muss die Jungs mal zu so einer Audienz hier einladen und dann gibt es hier mal ein bisschen Clash of Clans Schule. So will ich das mal sagen. Naja, egal. Aber irgendwie hat das ja geschafft, ans Rathaus zu kommen, wenn auch zwar mit Clanburg, aber auch keine Belagerungsmaschine dabei. Das ist natürlich doof. Damit vergoldet man so ein bisschen seine Ressourcen und beziehungsweise nicht Ressourcen vergolden, sondern damit könnte man natürlich auch ein bisschen mehr rausholen als nur zwei Sterne. Aber immerhin, Wordenzündung war ja ganz in Ordnung.
Das sah noch ganz gut aus. Allerdings setzt die Luftabwehr von außen. Jetzt kommt da noch ein Ballon raus. Warum kommt denn jetzt eigentlich der Ballon da raus? Ah, der ist aber auch nicht weit gekommen. Wahrscheinlich wegen dem King da hinten. War ja gar nicht mal so schlecht. Ich meine, die Base ist suboptimal. Also die Base ist schlecht. Das kann man anders machen, aber lass mich gleich erstmal angreifen. Ich nehme mir den ersten und den zweiten vor. Und dann kann unser Rathaus 12, wir haben oben auch ein Rathaus 12, vielleicht mal ein Elfer wegmatchen oder so, keine Ahnung. Und springen wir aber erstmal in den Account von Alex eben rein. So, da ist er. Und auch hier hat sich nur so ein ganz kleines bisschen was getan. Bis auf ein paar Mauern, die ich noch machen muss. Wie viel müssen wir noch? 130 Stück. Sieht das ja hier ganz gut aus. Und oh, ich kann schon wieder requesten. Sehr schön. Denn ich muss noch einmal requesten für den Zauber, der da jetzt noch offen ist. Wo ist denn eigentlich mein Handy? So, hier ist mein Handy. Dann will ich da auch mal eben Clash of Clans laden. Dann kann ich ihm eben mal den Zauber geben. Also nochmal senden. Den Request. Und dann kriege ich jetzt wohl auch noch den Zauber. Einmal hier unten gewechselt auf den Thorsten. Jo. So sieht das aus. Ich hoffe, ihr habt eine coole Zeit im Moment. Sieht ja eigentlich ganz nett aus, was im Moment so geht. Und beziehungsweise was sich da draußen eigentlich so tut. So, eben mal nachbauen. Das. Alles klar. Was sich da draußen so ein bisschen tut. Und bei mir tut sich ja auch zumindest wieder so ein bisschen was. Ich lese immer ganz, ganz hart im Discord mit, was da so um mich herum geschieht. Aber ihr hört zumindest, sehen tut er mich ja nicht, dass ich ja doch eigentlich ganz guter Dinge bin und dem Spiel hier auf jeden Fall noch nicht ganz den Rücken zugekehrt habe, wenn auch ich nach wie vor wenig spiele. Die Elfer hier, das habt ihr jetzt mitbekommen, die bespiele ich. Wir gucken mal, ob wir hier bis zum 5er Rathaus kommen. Ich weiß nur noch nicht, wie wir es machen, von welcher Ecke wir reingehen oder von welcher Seite wir reingehen oder wie wir überhaupt hier vorgehen. Aber ich kann mir vorstellen, 3-3-3 müssen wir mal sehen. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. So ein bisschen Spam hier. Ich komme eigentlich gerne dem Rathaus entgegen. Der hat natürlich schon drei Infernos. Die müssen wir ziemlich schnell wegmachen. Das heißt, da Minenwerfer, da. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin mit den vielen Riesen. Wir ziehen hier die ganzen Hexen rein. Einmal unsere Belagerungsmaschine und unsere Bowler. Helden dahinterher. Also so ganz verlernt habe ich es noch nicht, Leute. So, ich will hier gleich schon mal ein bisschen durchwuten. Und muss jetzt aber mal gucken, dass ich natürlich auch irgendwo die Clanburg erwische. Oh, mein King hat es da hinten schon zerlegt. Alles klar. Okay, mein King hat schon zerlegt. Dann müssen wir hier kurz mal frosten. Und vielleicht kriege ich die Meute hier noch Richtung Rathaus reingesprungen. Kommt, macht mal da. Wunderbar, das sieht aber noch ganz gut aus. Ich nehme die jetzt schon mal eben in die Pflicht, die Fähigkeit. Und da werden die mir jetzt zwar hart verrecken in der Bombe, aber das macht nichts. Ich kriege zumindest den zweiten Stern hier. Das sieht ganz gut aus. Jawohl. Ah, so eine Base, die habe ich noch nicht so ganz. Drei Sterne habe ich darauf noch nicht geschafft. Also, ich habe schon drei Sterne im Rathaus 12-Bereich geschafft hier mit dem Account. Allerdings war die Base auch nicht ganz so gut wie diese hier. Aber geht ja noch ein bisschen was. Wir müssen den Inferno irgendwie noch wegkriegen. Aber ich habe jetzt auch gar keine Hexen mehr. Ich habe jetzt nur noch eine Queen. Eine Hexe habe ich noch. Okay. Eine Hexe ist noch da. Aber die Prozente wären ganz nett. Und sind ja noch ein paar Stunden Zeit. Und wenn die aus der Schule kommen von ihren Prüfungen, dann hoffe ich, dass sie hier noch angreifen. Denn jetzt kriegt mein Warden da schon Beschuss. Okay. Aber die Queen ist noch munter dabei und die zünde ich auch. Ich glaube, ich lasse sie mal selbst zünden hier. Ich glaube, ich lasse sie mal selbst zünden. Jetzt ist auch die letzte Hexe weg und ich schaffe nicht alles. Sehr ärgerlich, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich.
dass wir hier nochmal eben frosten müssen, weil wir jetzt müssen wir gleich durch eine Mauer durch. Und da berät uns natürlich der Single, wenn er sofort auf die Queen geht. Und so wie das aussieht, geht der leider sofort auf die Queen. Das ist sehr ärgerlich, Leute. Das hätten doch 3 werden können. Ah, schade, schade, schade. Aber gute 2 mit 96% ist, glaube ich, in Ordnung. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Oh, uns hat sogar jemand zugeguckt. Damit kann ich sehr, sehr gut leben. Bauen wir nochmal nach. Und dann nehmen wir mal einen Schluck aus der Pulle, dass das hier mal ein bisschen zügiger geht. 5 von 5 können wir ruhig mal usen. Sollen wir hier einmal nachkaufen vielleicht? Nein, können wir nicht. Okay, dann können wir das Ding aber mal leer machen hier. Und dann machen wir noch einen zweiten Angriff, würde ich sagen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Wartezeit wegen den Forderungen. Ich habe jetzt gerade gefordert, 10 Minuten 39. Das ist aber hier nach diesem CK Geschichte, denn wie wir hier sehen können, ist dieser Clan auf dem Weg zu Clan Level 4 und damit kann man dann 7 Truppen spenden und 2 Spells. Das heißt also, dann ist so ein bisschen die Wartezeit weg. Also das ist auch so ein bisschen so ein neuer Meilenstein hier. Ist ja im letzten Update mitgekommen und dass man hier dann 2 Spells machen kann. 5 ist klar. Dann haben wir ein Level höher und 15% mehr extra Lot, also Kriegslot. Und mal sehen, ich muss die Jungs, glaube ich, mal so ein bisschen in den Hintern treten, dass sie hier so ein bisschen stabiler angreifen. Aber ich mache jetzt mal einen kurzen Cut und dann machen wir gleich unseren zweiten Angriff. Ich zeige euch auch dann erst die Base, die wir machen. Wir werden ein Pekka Bobet spielen. Da sind wir zurück auf dem Rathaus 11 Account. Der hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ist euch natürlich jetzt nicht aufgefallen, war jetzt ein harter Cut. Aber wir gehen mal rein hier ins Rennen. Ich müsste eigentlich schon alles voll haben. Volle Clanburg. Ich hatte gesagt, wir spielen ein Pekka Bobet. Das heißt also, wir haben ein paar Pekka, wir haben ein paar Bowler. Wir haben natürlich unseren Bad Spells. Und wir wollen... Ja, hier hat immer noch keiner angegriffen nach mir, oder? Ach doch, die Nummer 8 hat mich probiert mit 1 Stern. Okay, da hat er sich das Rathaus gesnaggelt. Aber sonst auf Bennett da gefailt. 49 auf Locke auch gefailt. Auf Mattes die Nummer 1. Auf die 3 auch nur 1 Stern. Nee, doch 1 Stern. Doch tatsächlich 1 Stern. Okay, wir nehmen uns den Bad Boy vor. Würde ich sagen. Mal sehen, ob der wirklich so bad ist. Clanburg könnte ein bisschen arg spät kommen. Da muss ich mal sehen, ob ich die irgendwie erwischt bekomme. Und mein Eisgolem, der soll eigentlich hierher gehen. Ich wollte ganz gerne den Adler entgegenkommen mit meiner Päckermeute. Und denn da erwische ich schon mal 1, 2, 3, wenn nicht sogar 4 Magiertürme. Und dann haben wir nämlich nur noch einen hier unten an Flächenschaden. Aber wir haben hier auch ein Multi. Also ich muss ein bisschen aufpassen. Ein bisschen muss ich aufpassen. Und trotzdem gehen wir jetzt rein. Ich hatte mir das ja schon vorher ausgerechnet. Ich habe ein paar Loons dabei. Die will ich auch spielen, die Loons. Allerdings dann hier unten, um die Clanburg rauszuholen. Ne? Ja, so war es, Tordor. Exakt so war es. Okay, gehen wir rein. Here we go. 1, 2 und einmal so ein bisschen Magier dahinter. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt jetzt schon unsere Karre Bola hier mit rein, damit dort die Queen schon mal Geschichte ist und unsere Helden hier auch mit drin. Oh, die könnten so ein bisschen hart weglaufen. Ah ne, da gehen sie jetzt rein. Warden damit rein, wunderbar, das sieht noch ganz gut aus. Im Moment geht er zwar ein bisschen nach außen, aber so schlimm ist es jetzt erstmal nicht. 1, 2, 1, 2. Aha, okay, da ist ein Elektrodrachen drin. Oh, meine Queen ist aber gut dabei. Leute, meine Queen ist sehr, sehr gut dabei. Würde ich mal so sagen. So, wo sind denn meine ganzen Trubbis? So, jetzt kommt auf jeden Fall der Drachen von da raus. Oh, 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 oh. Da musste ich jetzt schon so ein bisschen was tun. Ei, die teilen sich da auf. Oh, 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 oh. Die teilen sich da auf. Und der dusselige Drachen ist immer noch da. Alles klar. Ah, habe ich den nicht bekommen, den ollen Drachen dort. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Das ist sogar super, super ärgerlich. Ich habe zwar noch... Halt, da geht noch was hier. Komm, mach den Drachen weg. Verdammt. Gib alles. Ja, nein. Oh.
Wie ärgerlich. Na, ist nicht so schlimm. Das habe ich mir ein bisschen anders ausgerechnet. Ja, das mit der Klambuch hätte ich vielleicht doch nicht machen sollen oder erstmal nicht machen sollen. Aber die Queen hat dann doch ein bisschen eher Beschuss bekommen, als ich das gedacht hatte. Und meine Bets sind dann auch nicht so gut geflogen. Aber 84, da habe ich schon bessere Spiele hier gehabt. Ist nicht so schlimm. Immerhin 2 Sterne. Mich hat ja auch noch keiner gedreiert hier. Bad Boy hat 73% gemacht. Ich habe bei ihm 84% gemacht, also ein paar Prozent wenigstens mehr. Aber die anderen greifen ja scheinbar nicht an. Naja, mit dem muss ich jetzt mal so ein bisschen ins Gewissen reden, dass das so natürlich nicht geht. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch ganz gut gefallen. Also wir haben auch wieder ein bisschen Live-Action gemacht, haben ein bisschen was gesehen, haben ein bisschen geschnackt. Und dann würde ich sagen, bleibt weiterhin negativ, denkt positiv und euch noch eine entspannte Woche und mir noch einen entspannten Urlaub. Ja, bis dahin, euer Toto. Tschüss.